Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu ARK. So Leute, guckt mal, ich habe schon mal angefangen, ein bisschen was zu bauen, und zwar die Grundplattform. Ich will das hier ein bisschen schlicht und einfach halten. Das soll eine Strandhütte sein und kein Prunkgebäude. Das heißt, es wird wahrscheinlich Strohwände, obwohl ich mach die Wände wahrscheinlich aus Holz, aber mach mir ein schönes Strohdach oder so. Das sieht doch schick aus, ist doch ideal. Und das Ziel für die heutige Folge ist, mal hier so einen Typen zu zähmen, weil so wie ich gehört habe, können die, glaube ich, gut Metall und Steine abbauen. Da weiß ich aber gar nicht, wie ich dann mit denen umgehen soll. Das werden wir alles rausfinden, Leute. Wir bauen erstmal noch, ich würde sagen, wir machen hier noch eine Reihe Fundamente hin, ne? Dass sie ein bisschen größer wird, die Hütte. Ich habe schon mal ein paar Kisten mit Material vorbereitet. Und jetzt legen wir los. So, passt. Uff. Kurz reingehen. Was brauchen wir denn gleich nochmal für die Fundamente? Holzfundament. Gucken wir mal rein. Ich find's wieder nicht. Ich find's einfach wieder nicht. Warum nicht? Muss doch hier sein. Hier, Fundament aus Holz. Fasern, Holz, Stroh. Wie viel brauchen wir da? Wer steht denn hier so im Weg? Ach, mein Para. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir nochmal 4 Stück dahin. Sollte dann erstmal genügen. Also Fasern, Holz, Stroh habe ich alles vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet diesmal. Ich hatte ja eigentlich im Stream auch halt, das war falsch. Ich hatte ja im Stream schon was mit aufgenommen, aber das war ein bisschen too lame. Holz, Fasern, Stroh, warte mal, wo hab ich denn die Fasern? Die waren doch hier mit drin, ne? Huch, falsche Taste. Naja, egal. Ah, hier, Fasern. Da hatte ich schon was mit aufgenommen, aber das war einfach, kann man nicht als Let's Play anbieten, war nur sinnloses Hin- und Hergerenne. So, und ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen. Fangen wir an. Oh, irgendwie störst du mich hier. Komm mal kurz mit, komm mal kurz hier rüber. Genau, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube Z war's. Nee, Y. Ja, ich habe langsam die Tasten raus. Noch nicht alle, aber es wird langsam. So, Holzfundament. Stell mal. Oh, wird bitte plus 1. Warum? Warum? Wegen Holz wahrscheinlich, ne? Wegen Holz. So, hier hat irgendjemand hingekackt. Dann halt noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. So, das sollte jetzt aber reichen. Hoffe ich. Da haben wir's. Nee, da reicht dann wieder irgendwas nicht. Warum? Was reicht denn dann schon wieder nicht? Ich krieg die Krise, Leute. Ich krieg die Krise. Wahrscheinlich ist Stroh, ne? Aber wir gucken gleich mal. So, was fehlt jetzt? Nee, wieder Holz. Ey, die Dinger, die fressen ohne Ende. Das ist krass. Da kannst du farmen und farmen und farmen. Hast kistenweise voll mit Holz. So, nochmal. Das letzte Fundament. Und dann sollte das erstmal reichen. Dann bauen wir noch Mörser und die Werkbank und so. Bauen wir heute auch noch alles, wenn wir es reinkriegen in die Folge, ne? Aber wie gesagt, Ziel ist mal so einen komischen Dinosaurier dort. Ich habe schon wieder einen Namen vergessen. So, okay. Dann packe das mal wieder zurück. Zack, zack. Halt, ne, nicht die Fundamente. Die brauchen wir doch, Menschbeutel. Zack, zack. So, die haben wir uns hier unten auf die hier. Auf die 8. Jetzt müssen wir schnell sein, bevor dieser komische Typ hier wieder durchrennt. Und zack. So, das sollte mir erstmal so als groben Grundstück, als Grundstück reichen, denke ich mal. Ja, doch, das sieht gut aus. Ein paar Holzwände habe ich vorbereitet. Die müssten theoretisch hier in der Kiste sein. Nee, dann sind sie theoretisch hier in der Kiste. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir werden es gleich sehen. Also machen wir erstmal hinten. Ist das egal hier wie rum? Ja, das ist erstmal egal. So. Genau, das lassen wir als Türe. Brauchen wir ja nicht unbedingt Fenster in der Hütte. Ich mache jetzt auch noch keine Decke. Das machen wir alles so in der nächsten Folge dann mal in aller Ruhe. Ich glaube, ich will ja auch so eine kleine Mini-Terrasse mir bauen. So. Ah, reicht nicht ganz. So, noch 2 Stück. Die bauen wir noch schnell. Brauchen wir wahrscheinlich wieder das übliche Zeug. Holz.
Nimm mal noch ein Holz. So, kurz reingucken. Eins, zwei. Gut, das sollte dann reichen. So, dann packst du das wieder rüber. Und dann packst du das hier rein. Nee. Hier rein. Genau. Obwohl, wartet mal, wir bauen aber noch Aufgänge. Das ist mir wichtig, weil ich habe immer keinen Bock zu huppen. Gerade wenn ich mal überladen bin, ist es doof, wenn man hier huppen muss. So, zack und zack. Fackeln und so und den ganzen Pfeffer machen wir. Also die ganzen Schönheitsmerkmale machen wir alles später. So, dann müssen wir nochmal gucken, wie war denn das? drück mal bitte das Rüschche. So, wo ist denn die Treppe? Holzrampe. Auch wieder Fasern, Holz, Stroh. Brauchen wir zwei Stück jeweils. Ne, nicht jeweils. Wir brauchen nur zwei Stück. Wir haben es gleich, Leute, wir haben es gleich. Das ist cool, dass der gleich hier hinten ist. Dann können wir den hier gleich zähmen. Genau. Eins, zwei. Läuft, Leute. Das wieder zurück. Zack, zack. Und zack, zack. Geschissen vor Freude, wunderbar. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, läuft. Super, so stelle ich mir das vor. Hat es die jetzt im letzten Moment falsch rumgedreht? Egal. Soll ja erstmal nicht schön sein, können wir ja später alles noch umändern, ne? So, wir kommen rein und hoch und alles super. So, Narkosepfeile. Machen wir uns mal ein paar. Irgendwo habe ich das Narkosemittel hier in der Kiste. Genau, hier 92 Stück. Pfeile haben wir auch noch. Ich habe schon 20 Betäubungspfeile. Stellen wir mal noch 20 her. Haben wir 40 Stück. Sollte doch, denke ich, reichen. Dann brauchen wir aber Fleisch vorher. Fleisch müssen wir noch holen. Das kriegen wir auch hin. So, passt auf. Brauchst du dazu eine Werkbank für die Narkosepfeile? Nee, ne? Nö, haut hin, hier. Stell mal Menge herstellen. Nee. Ja. 20. Und auf okay. Dann laufen die schon mal durch. Geil. Hier hinten ist halt ein bisschen finster, ne? Aber es stört mich gar nicht mal. Ich finde das eher gut. So, bist du derjenige? Bist du derjenige? Level 1. Ist ja egal, welches Level der Typ hat, ne? Der soll ja nur arbeiten für uns. Der soll ja nicht irgendwie was aushalten. Ach so, weswegen ich mich erstmal für so eine einfache Hütte entschieden habe, ist auch der Grund, weil ich es hier an dem Strand so für schön finde, wenn das so eine einfache Hütte ist. Und zweitens, weil es ja hier keine Gegner gibt. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Kriegen wir denn mit unserem Para... Kriegen wir denn damit so einen dicken da kaputt gemacht? Ah ja, und guckt mal, da vorne übelst schön ist wieder so ein Tech-Saurier. Das müssen wir mal sehen. Komm, wir machen den kaputt. Wir müssen bloß aufpassen, dass so keiner von den anderen getroffen wird und sauer wird. Machen wir den mit der Armbrust. Schön geschissen vorher. Du wirst trotzdem sterben. Ja, rennst du noch durch mein Haus oder was? Jetzt kommst du hier nicht raus. Jetzt hast du Pech. Okay, der... Ist der schon down? Ne, jetzt ist er down. So, war es die Axt oder? Ich vergesse es immer wieder. Fleisch. Okay, Leder kommt dabei auch raus. Wow, guckt mal, wie viel Fleisch wir da rauskriegen. Okay. Wenn der Typ überhaupt Fleisch isst, ne? Dieser, wo ist er denn überhaupt? Der da hinten. Wenn der Fleisch isst, ich weiß es nicht, ich hoff's. Okay, passt auf. Wir essen und trinken selber mal was und dann geht's los. Dann laden wir die Armbrust durch. Wieso hat denn der hier nur... Achso, wir müssen mal auf die Armbrust... Genau. Die Betäubungspfeile legen. Ja, weißt du, was dann so ein Dicker von Fleisch bringt, ne? Wie viel... Hä? So. Trunken, dann essen wir schnell was. Achso, ein Lagerfeuer können wir uns noch schnell machen. Oder wollen wir gleich lieber eine richtige Kochstelle machen? Wir schauen mal kurz in die Engramme. Kochstelle, wo ist er?
Ich finde sie schon wieder nicht. Ich dussel. Die wird ja ziemlich weit oben sein, ne? Hier ist das Lagerfeuer. Bauplan Koch. Ach, Kochtopf heißt das. Muss einen Brennstoff enthalten, um ein Feuer zu entfachen. Füge verschiedene Zutaten und Wasser hinzu, um beispielsweise Suppeneintöpfe oder. Nee, machen wir erstmal ein einfaches Feuer. Feuerstein, Holz, Stein, Stroh. Feuerstein, Holz, Stein, Stroh. Feuerstein, Holz, Stein, Stroh. Feuerstein. Stein. Holz und Stroh. Jetzt die Frage, wollen wir das Lagerfeuer vorm Haus oder lieber hinterm Haus? Ich würde sagen, hinterm Haus ist schöner, ne? Genau, doch. Machen wir hinterm Haus. So, dann packen wir den Mist wieder zurück. Dass wir nicht sinnlos beladen sind. Das ist immer ein Hin und Her, ne? Aber wenn wir... Ich werde jetzt jeden Skillpunkt erstmal auf Gewicht geben, ne? Also, das nervt mich, dass der immer bei jedem kleinen Furz überladen ist. So, da haben wir das Lagerfeuer auch schon da. Achso. Wartet. Noch einmal kurz müssen wir handeln. Das Holz haben wir ins Lagerfeuer nämlich rein. V drücken. Nee. Das drücken und... Ach Quatsch, haben wir schon hier unten drinne. Ja, ich würde sagen, das machen wir hinten einfach in die Ecke rein. Zack. Hier finde ich das schön. Holz rein. Fleisch rein. Ich hoffe, 10 reichen dem. Warte mal, wir splitten die mal. Wir splitten die mal. Das ist vielleicht besser. Double teilen. Halbieren. Genau. Hä? Ach, falscher Stapel war das. Stapel teilen. Halbieren. Dann haben wir die 20 jetzt hier rüber. Da haben wir dann auch schon mal was zu essen. So, wir nehmen die Armbrust, Leute. Und los geht's. Betäubungspfeile sind drin. Und wir müssen dranbleiben. Der kann ja hier hinten jetzt nicht groß flüchten, ne? Das ist schon mal gut. Und ich denke mal, Level 1er... Ach, da war es das schon, Leute. So, wie geht's jetzt? Also, Fleisch rein. Lege zum Zähmen Nahrung ins Inventar. Wir haben Fleisch reingelegt. Wir müssen bloß mal gucken, ob denn der wirklich auch Fleisch isst. Sonst haben wir ein Problem. Ah, da geht noch nichts los, ne? Mist. Ich glaube, der braucht was anderes. Warte mal, wo ist mein Para? Hey, hier geht keine Zähmung los, Leute. Wo ist mein Para? Wir brauchen was anderes. Gib mal hier die, das. Gib das mal alles her. Irgendwas läuft da verkehrt, Leute. So, zack, zack, zack. Jetzt. Okay, also war es nicht das Fleisch, was er brauchte, sondern irgendeine Beere anscheinend. Ja. Gut. Haben wir aber konsequent erledigt. So, wir hauen hier mal das Leder rüber und das Narkosemittel und warten, bis der Gute gezähmt ist. Geil. Also nochmal gucken. Wie heißt der? Ankylosaurus. Und den lassen wir dann oben irgendwie, ich weiß noch nicht ganz genau wie. Die hier können wir, glaube ich, erst ab Level 40 zähmen. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir müssen mal gucken, wie wir den dazu bringen, dass er Steine abbaut, beziehungsweise Metall abbaut. Das müssen wir mal gucken. Ah, herrlich. Na, hat doch gut geklappt. Ich dachte, es wird ja übelstes Theater, aber 4 Schuss haben gereicht. Ja, Betäubungspfeile. Super. Freut mich. Ach, hier ist es herrlich. Hier ist es echt schön. Guck mal, wie viele Tiere wir hier auch zähmen können. Dann können wir mal als nächstes so ein Triceratops probieren und, ne? Und hier können wir uns richtig schön was bauen. Wie gesagt, ich habe es ja immer nicht so mit dem Bauen. Aber ich denke mal, das wird gut. Achso, in der Zeit, wo der zähmt, können wir ja schon mal eine Werkbank reinklatschen. Müssen wir gleich nochmal gucken, was die benötigt. Werkbank. Schmelze brauchen wir dann auch. Fasern, Feuerstein, Holz, Leder, Stein. Holz. Fasern.
Stein, Feuerstein und Leder. V drücken und wo ist er? Fehlt bestimmt wieder irgendwas. Ahn es schon. Ich sehe sie nicht, hä? Ja, Bauplan, Werkbank. Ah, Metallbarren. Ah, ja, 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 ja. Ich habe mal das Floß schon umgeparkt. Kam ja von einem Zuschauer der Tipp, dass es ja blödsinnig ist, immer bis darüber zu latschen. So. Das Problem ist, wir müssen das erstmal übertragen. Jetzt bin ich bestimmt überladen, oder? Nee, geht sogar. Cool. So, dann bau gleich mal die Werkbank. Ta-ta-ta. Oh, ich habe aber auch immer keine Lust, das hier oben einzugeben. Aber jetzt machen wir es mal so. Bauplan, Werkbank. Was fehlt denn jetzt nochmal? Metallbarren haben wir da einstecken, oder? Nicht blöd. Ach, wir haben nur einen. Wieso habe ich denn jetzt nur einen genommen? Was habe ich denn da wieder auf den Scheiß gedrückt? Ach so. Alles klar. So. Stapel teilen. Halbieren. So, das wieder rüber. Können wir uns jetzt noch bewegen? Ne, wir sind immer noch zu schwer, in der Tat. Naja, scheiß drauf. Dann baue jetzt wenigstens mal schnell die Werkbank. Gib's einfach ein. Ne, so nicht. Ne, so nicht. Huch, jetzt habe ich auch noch irgendwie einen Screenshot gemacht, weil ich irgendwelche Tasten drücke. Naja, Leute, ihr kennt mich, ne? Immer verpeilt. So, V drücken. Ne, Werkbank. Mann, 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 Beutel. Die Zuschauer denken sich auch, was ist denn nur mit dem? Warum drückt denn der immer irgendwelche Sachen? So, da ist die Werkbank fertig. Die knallen wir uns schnell in die Bude rein. Gucken wir, ob der Ankylosaurus hieß, ne? Oh, wir nennen ihn Anki. Oder Anke. Anke. Wir nennen ihn Anke, wenn er weiblich ist. So. Da ist die Werkbank. Die klatschen wir uns jetzt hier rein. Das ist doch perfekt. Ja, mach hier. Mach einfach. Ich würde sagen, neben die Werkbank auch kleine Kiste. Oder können wir schon sowas wie einen Schrank freischalten? Wartet mal, wir gucken mal in die Engramme rein. Oder irgendwie eine größere Kiste, ne? Weil das, Holzkäfig, Holzpfeiler. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb. Kompostbehälter, aha. Auch nicht schlecht. Schrank. Ein großer Schrank zum Lagern von Waren. Das ist doch perfekt. So, dafür brauchen wir jetzt eine Kiste, wie es scheint. Kurz reingucken. Da ist er. Stroh. Nee. Stand nur irgendwie rot. Kiste. Stroh brauchen wir ein Stück. Haben wir ja alles da. Zack. Den V gedrückt. Und ein Schrank gebaut. Ja, yeah, Leute. Ist das geil. Unser erster Schrank. So, den Pfeffer raus. Und wir haben ein Level Up. Ja. So kann es weiterlaufen, Leute. Zack. Leder hier rüber. Und hier waren die Steine und die Feuersteine. Zack, zack. Fasern lassen wir jetzt erstmal. Die wiegen ja nicht so viel. Oh, er ist fertig, glaube ich, oder? Bist du schon fertig oder liegst du noch? Nee, er liegt noch. Was braucht er denn noch? Ich sehe auch gerade. Ah, der isst hier die Mayo-Bären. Alles klar. Ja, das wird schon. Das wird schon. 63,5%. Das wird. Na, dann packe ich den Schrank hier hin. Passt auf. Hierhin. Herrlich. Guckt's an. Oh, guckt mal, da haben wir richtig viel Platz. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ist jetzt zwar nicht hübsch, aber ja. Reicht so aus, ne? Ich werde dann später das Bett auch noch hier reinbauen. Wahrscheinlich mache ich mir das ein bisschen höher, zweistöckig, dass ich das Bett dann oben habe. Du gehst mir hier ein bisschen auf den Sack. Irgendwann bist du dran, mein Freund. So, heute noch nicht. Wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Folge, aber irgendwann. So, wir gucken kurz rein. Was haben wir freigeschalten? So, wir gehen auf Gewicht. Immer noch auf Gewicht. Und scrollen mal ein bisschen runter.
Ein Harzsammler. Schlage dies in einen großen Baum, um sein Harz fortlaufend abzuzapfen. Was ist denn ein großer Baum? Das ist jetzt nämlich die Frage. Bierfass. Leute, jetzt sind wir im Spiel angekommen. Wir haben Bierfass. Gerd, ein schmackhaftes Gebräu aus Stroh, Wasser und Bären. Das muss jetzt unbedingt ran. Dafür brauchen wir 80 Metallbarren. Die haben wir sogar da. Ah, wir haben kein Zement. Großes Beet und Ankylosaurus Sattel. Na perfekt. Na perfekt, Leute. So, dafür brauchen wir 260 Leder. Was ist denn nur? Du hast doch bestimmt 260 Leder. Die Frage ist, was hast du für ein Level? Level 2. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Der macht uns doch kaputt, oder? Aber vielleicht finden wir hier irgendwo einen Triceratops. Warte mal, wie sieht's denn aus hier? 82,5. Ich guck mal, ob wir noch einen Triceratops. Wir brauchen ja jetzt Leder. Und bei den Triceratops, habe ich gehört, sollen wir uns auf eine Höhe stellen. Und dann wird das was. Was hast denn du hier für ein Level? Wir brauchen halt dein Leder, ne? Fuck. Fuck ist das. Level 6. Ja, da sind Triceratops. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo auf einen Stein können. So, was hast du für ein Level? Level 2, perfekt. Gucken wir. Kommen wir hier nuff? Na komm. Nee, das wird so nicht. Das ist doof. Komm da nicht hoch. Nee. Dann versuchen wir es mal so mit Betäubungspfeilen. Da ist ja Level 1. Huch. Au. Okay. Das war eine scheiß Idee, Beutel. Ah, doch. Hat geklappt. So, jetzt müssen wir den natürlich kaputt machen. Tut mir leid. Aber ich brauche dein Leder. Guck, damit kriegt man mehr Leder. Nee, da gibt's irgendwie mehr Fleisch. Ach, scheiße, Leute. Warte mal, ich muss dich mal kurz auf... Muss mal ganz kurz reingucken, Leute. Option. Zack. Folge mir, ist klar. Alle neutral, alle passiv. Pfeife dieses Ziel angreifen. Period. Was nehmen wir da für eine Taste? Period. Können wir die nehmen? Ja, ja, so machen wir das. Fortsetzen. Also, du kommst mit. Und dieses Ziel angreifen. Da kannst du nämlich ein bisschen leveln. Jawohl. Siehst du, da levelt er nämlich ein bisschen mit. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir den wieder auf passiv schalten. Option. Tut mir leid, ich hab das aber bald drin, ne? So, alle passiv ist Z. Fortsetzen. So. Z. Und vor allen Dingen bleib stehen. Jetzt nehmen wir mal die Axt. Ob die jetzt hier mehr Leder... Ja, ja, mit der Axt kriegt man also mehr Leder raus. Das merke ich mir wahrscheinlich nie. Axt, Leder, Pickaxe, Fleisch. So, wir klatschen hier gleich mal ein bisschen Fleisch ins Feuer. Ach, hier ist schon fertig, herrlich. Dann können wir ja die nächsten hier reinballern. Und dann laufen die schon mal durch. Wir müssen mehr Leder farmen, es nützt nichts. Aber wir brauchen ja den Sattel. So, wie weit bist du? Da ist er, Level 1. Geil. Jetzt müssen wir mal gucken, wie funktionierst du? Hä? Ernteeinstellung. Deaktiviere Aufsammeln von Opfer-Items. Deaktiviere den Abbau von Rohstoffen. Nee. Oder, oh ey, der nervt mich hier. Der nervt mich richtig. Ich will den hier weg haben.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Kann man das auch? Huch. Über die. Ja, sorry, Leute. Müssen wir zusammen mal durch? Kann man denn hier auch den zum Ernten bringen? Mein Ziel angreifen. Alle neutral, alle passiv. Dieses Ziel angreifen. Fluchtiger landen. Ändere Folgeabstand. Nee. Also hier kann ich das nicht machen. Wie mache ich das denn? Was mache ich denn, Leute? Ich geh weg. Wir gucken nochmal. Zum Reiten Sattel ausrüsten. Befehlsgruppen ändern. Kreatur zur Gruppe hinzufügen. Klasse zur Gruppe. Ne, das ist wahrscheinlich Quatsch. Ernteeinstellungen. Was ist denn das hier? Oh! Ey Leute, ich muss den töten. Irgendwie muss ich den töten. Aber der macht uns bestimmt das ganze Haus kaputt. Wie kriege ich den denn? Option? Sterilisieren? Sterilisieren ist auch geil. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt zum Ernten kriege. Das hatte ich nämlich befürchtet, dass das noch zu einem Problem wird. Wo ist denn eigentlich mein Dodo? Hä? Mein Dodo ist weg? Okay, Quatsch. Wo ist mein Dodo? Was machst denn du hier vorne? Jetzt mal ohne Quatsch. Inventar öffnen. Kriegst jetzt mal das ganze Fleisch. Und dann kommst du mal mit. Gehst jetzt hier rein. Kannst nicht einfach immer machen, was du willst. Das funktioniert so nicht. Verstehst du das? Mist, ey. Das hab ich mir schon fast gedacht. Wir gucken jetzt aber mal, wie wir den Sattel herstellen. So, Leute, mir reicht's. Mir reicht's, mir reicht's, mir reicht's. Ich gehe jetzt hier hoch und hau diesen Brontosaurier weg. Der ist Level 2. Ich weiß nicht, wie viel so ein Bronto einsteckt. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, ey Beutel, mach das bitte nicht. Du machst jetzt gerade den größten Fehler deines Lebens. Aber der geht mir so hart auf den Sack. Ich will den ja irgendwie nicht töten, aber das ist richtiger harter Sackgang. Oh, wir sind ja schon am Ende der Folge angelangt. Jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir den kaputt kriegen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich das mit diesen Ankylosaurus hinbekomme. Vielleicht muss ich den auch nur einen Sattel, ne, es wäre ja Käse. Man kann den doch irgendwie einstellen, dass der automatisch farmt, denke ich mal. Das wäre doch Quatsch. So, jetzt, Leute, ich bin gespannt. Der zerkloppt jetzt bestimmt dort unten mein ganzes Haus. Was ist denn das jetzt? Nee, das ist die falsche Taste. Du willst die Armbrust, Beutel. Ich bin jetzt echt aufgeregt. Das ist cool, so krieg ich auch meine Pfeile wieder. Okay, jetzt ist er weg. Irgendwo ist er hingeglitscht. Wo glitschst denn du? Wo ist denn der? Ah, dort. Das was wird, Leute. Ich weiß es nicht. So ein Riesenkerl, der wird einiges an Betäubungsfeilen essen, ne? Aber ich meine, ein Level 2er? Wo willst du hin? Bleib da mal, wo du bist. Ja, wir haben ihn, oder? Ja, er liegt. Leute, jetzt müssen wir den noch irgendwie mit dem Speer kaputt töten. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal Leder ohne Ende. Pickaxe war es für Leder, ne? Wir brauchen die Pickaxe. So, jetzt hier irgendwie schadenfrei runter. Boah, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Ich meine, gut, es ist ein Level 2er, deswegen war das wahrscheinlich jetzt nicht so das Problem. Jetzt müssen wir bloß sehen, dass wir den auch tatsächlich kaputt kriegen. Der wird ja immens viel Hitpoints haben. Werden wir sehen, ne? So, vielleicht
Ach, nö, guck mal, der ist gleich down. Das geht ja echt fix. Cool. Das hätte ich nicht gedacht. Aber der war ja so nervig. Und ich wette mit euch, wenn ich mich in der nächsten Folge wieder einlogge, sitzt mit der einer. Oh, kommt jetzt hier ein anderer? Nee. Nicht, dass ein anderer Pronto das mitbekommt und jetzt sauer ist. Jawohl, so, Pickaxe nehmen. Und dann hacken wir hier mal ordentlich das Zeug raus. Leder. Gott, kommt da viel raus. Okay, 138 Leder, 127 rohes Fleisch. Leute, Leute, Leute. Jetzt ist hier vor allen Dingen neblig wie Sau. Aber wir haben jetzt das Leder zusammen für den Ankylosaurus-Sattel. Ne? Wir essen mal schnell noch was vor lauter Freude. So. Kurz hier reingucken. Ne, hier war das Leder nicht. Hier war das Leder. Zack. Also, wir haben 346. Und wir brauchen unseren Dodo. Denn wir müssen Zeugkühe stellen. Ah ja, der war ja drinnen, den haben wir ja gerade hier neu getan. So, komm mal her, mein Guter. Keine Ahnung, das rohe Filet wird irgendwas Schönes sein. Cool, Leute. Vielen Dank fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal noch ein paar geile Tipps in die Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.